Was ist dein Lieblingswort? Mein Lieblingswort? Ich habe vielleicht, wie du es sagen würdest, drei Lieblingsworte. Ich habe recht. Das sagst du sehr oft leider. Wo wärst du, wenn du genauso fleißig wärst wie ich? So ein Scherz, die Fragen hier. Das ist eine gute Frage. Dann wäre ich jetzt im Kraftraum. Welches Tier wärst du? Ich glaube Löwe. Das Tier inspiriert mich einfach, wenn ich es auch früher in meinem Zoo gesehen habe. Top. Ja, was ist denn dein Lieblingstier? Ein Leopard. Weil du so schnell bist? Nee, eben nicht. Okay. Weil er all das hat, was ich nicht habe. Okay. Und praktisch ist es dann dein Vorbild? So ein bisschen auch dann, wenn du Ich sagst, hätte gerne seine Schnelligkeit, deswegen schaue ich zu ihm herauf. Dein größtes Talent außer Fußball? Ja, vielleicht ist es das Tennis allgemein gefasst. Ob es jetzt Tischtennis oder Tennis so ist. Ich spiele es einfach gerne mit meiner Schwester oder auch Tischtennis mit jedem anderen. Wenn ich da mehr Zeit vielleicht investiert hätte in diesen Sport, da auch erfolgreich hätte sein können. Welches Talent hättest du gerne? Auf den Fußball bezogen, Schnelligkeit. Und so außerhalb des Fußballs, sagen wir einfach mal? Ja, das dann wäre es wohl der Fleiß außerhalb des Fußballs. Mhm. Auf die Schule bezogen gewesen. Ich war sehr faul, deswegen. Dein Lieblingsschauspieler? Ich befasse mich gar nicht so viel mit Schauspielern, eigentlich nur mit den Filmen. Ja, ich würde aber so zu Liam Neeson hintendieren. Welches ist deine Lieblingsserie? Das weiß ich schon. Prison Break. Ja. Da kann ich auch leider nichts nachfragen, weil das ist unangefochten, ne? Ja. Deine peinlichste Aktion während des Spiels? Ich glaube, dass ich habe mal aus 2 Metern einen Ball vorbeigeschossen, der eigentlich drin sein müsste. Das war gegen Wolfsburg in der U19 einmal. Glücklicherweise habe ich danach nochmal getroffen. Da habe ich erst im Gegenspieler aussteigen lassen, aber danach habe ich dann, glaube ich, wirklich einen Meter am Tor vorbeigeschossen. Aus 2 Metern. Ich habe mich auch gefragt, wie das geht. Nee, ich glaube, das war's, ja. Ja, welchen Berufswunsch hattest du als Kind? Pilot eine lange Zeit. Erinnerst du dich sicher? Erinnere ich mich. Und ja, aber da war doch auch mal was mit, wir hatten doch auch mal so ein Lenkrad, haben doch immer, da, Busfahrer wolltest du, glaube ich. Wollte ich auch mal werden, aber weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Du hast dich für also die großen Fahrzeuge. Nichts und gegen die Busfahrer, die leisten große Dienste, aber das war dann doch letztendlich nicht mein Berufsfeld, in das ich gehen wollte. Ja, ich habe mich nur erinnert. Ja. Jeder liegt mal daneben. Ne? Welche Superkraft hättest du gern? Welche Superkraft hätte ich gerne? Ich weiß nicht, fliegen wäre so klassisch irgendwie. Sag doch einfach beamen vom einen an den anderen. Ja, das wäre gut. Beamen wäre ich gut. Beamen wäre auch gut. Wäre auch gut für den Fußball als Stürmer. Und wenn der Ball dahin kommt, beame ich mich da schnell hin und zack, netze ich ein. Das wäre gut. Ja, beamen ist gut. Der schlechteste Film, den du gesehen hast? Ich glaube, The Counselor hieß er. Ja, wirklich. Worum ging's? Ja, das weiß ich nicht mehr genau, weil er wirklich so schlecht war, dass ich ihn gar nicht zu Ende geguckt habe. Okay. Wer ist der größte Sportler aller Zeiten? Boah, das ist eine Frage. Ich komme aus dem Fußball, Lionel Messi. Mit wem würdest du gerne mal was trinken gehen? Mit wem würdest du was trinken gehen, wenn es nicht alkoholisch wäre? Und mit wem, wenn es alkoholisch wäre? Usain Bolt. Und was von beiden? Also mit Alkohol, ohne Alkohol? Ohne Alkohol natürlich. Wir sind Sportler. Okay, ja. Welches war das letzte Buch, das du gelesen hast? Das letzte, was ich gelesen habe, ist, ich habe gerade die Autorin vergessen, aber es hieß, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Und was liest du zurzeit? Zurzeit lese ich ein Buch von Leon Winscheid. Warum hast du es die letzten 10 Tage nicht gelesen? Weil wir sehr beschäftigt waren. Die Frage brauche ich jetzt nicht fragen, wer ist die intelligenteste Person, die du kennst? Das weißt du ja sicherlich. Ich selber. Was? Nein, mein Vater. Unser Vater. Mhm. Warum? Weil er immer den Überblick über alles hat. Und nichts vergisst. Das schätze ich so an ihm. Also unsere Mutter natürlich auch, ne? Okay. Wer war
Wer war der Held deiner Kindheit? Warum lachst du? Ja, sitzt mir gegenüber, oder? Top, wirklich. Top, ne? Ja, muss ich ehrlich sagen. Nee, mein Bruder hat mich immer in meiner Kindheit beschützt und war immer für mich da. Und natürlich meine Eltern auch, aber der Bruder ist nochmal was anderes. Der ist mit mir auch zusammen zur Schule gegangen. Wir haben eigentlich alles zusammen gemacht. Von daher ist der Held meiner Kindheit mein Bruder. Wer ist der beste Fußballer, mit dem du je zusammengespielt hast? Ich finde, du solltest dich revanchieren. Da würde ich Claudio Pizarro nennen. Tut mir leid, aber er ist dir noch einiges voraus. Er hat schon immer sehr besondere Dinge auf dem Platz gemacht. Die habe ich so bei einem Mitspieler anderweitig noch nicht erlebt. Und in der Saison, wo er dann nochmal richtig geknipst hat, hat er auch allen gezeigt, dass er ein besonderer Fußballer auch noch in dem hohen Alter ist. Noch eine Lieblingsfrage. Welches Tor in der U21 war schöner? Kannst du mich ehrlich sagen? Nein. Was? Nein? Ja, das dein kann totes nicht so sagen. Tor, nee, aber man muss da auch mal stehen. Ne? Und ja, das war richtig gestanden, aber schon allein von der Aktion her. Ja. Es waren also schon beide sehr schön. Es waren beide Tore schön, aber nicht, weil sein schöner war, sondern aufgrund dessen, dass deins spielentscheidend war und wir somit gewonnen haben, gebe ich dir den Punkt. Besten Dank. Mhm. Mit wem würdest du gerne einmal für einen Tag tauschen? Das Leben. Du würdest praktisch in eine andere Person hineinversetzt werden. In dich. Ja. Um mal mich aus einer anderen Sicht zu sehen. Oh ja, das brauchst du. Das ganze Gebrauch, ey. Da willst du vielleicht ein bisschen anders handeln in manchen Situationen. Glaube ich gar nicht. Nee, glaubst du nicht? Nein. Ich glaube schon. Ich glaube, ich mache schon auf uns bezogen vieles richtig. Okay, kannst du zumachen. Hast du noch eine Frage? Nee,